Irgendwann haben wir gesagt, wir können wegschauen oder wir können was tun. Dagmar und Karl-Heinz Kögel ließen ihren Worten Taten folgen. Sie gründeten Ende 2009 das Online-Auktionsportal United Charity. United Charity ist ein Internetportal. Bei uns kann man wunderschöne Dinge ersteigern und außergewöhnliche Dinge, die man sich eigentlich sonst nicht kaufen kann. United Charity gibt es seit Dezember 2009 und in dieser Zeit haben wir schon 160.000 Euro an Kinder in Not weiterleiten können. Die Dinge werden versteigert und der Erlös geht zu 100% direkt an die hilfsbedürftigen Kinder. Mehr als 38 gemeinnützige Projekte unterstützt United Charity. Projekte, die sich überall auf der Welt für Kinder in Not einsetzen. Besonders am Herzen liegt mir die Kinderklinik in Freiburg, die Kinderkrebsklinik, da war ich auch ein paar Mal. Es ist natürlich traurig, wenn man durch solche Kinderkliniken geht und die kranken, krebskranken Kinder sieht. Aber mir ist so bewusst geworden, warum und für was ich eben im Büro sitze jeden Tag. Zusammen mit ihren 5 Mitarbeitern organisiert und kreiert Schirmherrin Dagmar Kögel eine Menge kreative und interessante Auktionen. Ich selber finde Meets and Greets mit Prominenten ganz toll und einfach Prominente auch mal kennenlernen. Man erfährt ja immer viel aus den Zeitungen, aber sich selbst ein Bild machen zu können, ist natürlich was anderes. Dagmar und Karl-Heinz Kögel haben das Ziel, Augen, Ohren und Herzen für Kinder in Not zu öffnen. Diese soziale Charity-Plattform passt perfekt in unsere vernetzte Medienwelt. Man klickt auf www.unitedcharity.de und hat sofort wunderschöne Sachen vor sich. Man kann genau gucken, für welchen Geldbeutel ist jetzt was dabei. Wir haben wahnsinnig viel zu zeigen. Wir haben zum Beispiel Meet and Greet mit Jogi Löw, Meet and Greet mit Johannes B. Kerner. Bei Wetten, das in der ersten Reihe. Massenhaft Sachen, eins besser wie das andere. Bereits 6 Monate nach der Gründung wurde das soziale Engagement United Charities mit einem ganz besonderen Award ausgezeichnet. Das ist der OK Award in der Kategorie Charity. Große Überraschung und es spornt an, weiterzumachen.